Jo, also, das Ganze für Kupfer wollten wir jetzt machen. Erstmal mache ich das hier weg. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher ist und ich genug von den Fließbändern habe. Da wird ja auch wieder einiges drauf gehen. Das Spieleinventar ist fleißig am Craften. Gut, gut. So, drei Zentrifugen, das ist soweit okay. Wir wollten jetzt das Ding machen, was hier jetzt rausläuft. Das kopieren wir einfach eins zu eins von da. Das geht bis ein Feld hinter den Pole. Wir haben keine Poles. Da. Da. Lass mich da durch. So, bis ein Feld hinter den Pole. Bis da geht das. Dann macht es einen Knick. Geht darum. Und geht dann bis zur Mitte ungefähr. Geht in der Mitte runter. Da wieder hoch. Ist das die Mitte? 1, 2, 1, 2. Ja, ist die Mitte. So, du bist da schon mal am Weg. Musst weg da. Das heißt, wir setzen das Ganze weiter nach oben, hm? Ja, wir setzen das Ganze dahin. Dahin, dahin. Haben wir noch mehr Rohre? Nein. Das heißt, wir reißen die Rohre jetzt ab und setzen die einmal neu. So. Du gehst also daran. Du gehst daran. Flup. Hey, haben wir noch ein Lenfil? Brech die bitte mal ab. Lenfil, Lenfil. Wo bist du gelandet? Da bist du gelandet. So, ich hoffe mal, es war die richtige Höhe. Ja, schaut gut aus. So, dahin. Weg. Weg. So, jetzt müsste alles okay sein, oder? Schlacke kommt weg. Schlacke kommt weg. Schlacke kommt an. Schlacke geht runter. Gut, es fehlt immer noch das dreckige Erz. Ja, habe ich dreckiges Erz? Ja, hau mal rein. Da und da. Und da. So. Genau, Fließbänder weiter. Du gehst da rum. Du gehst einmal runter. Bis wo? Bis direkt an das andere Fließband ran. Gehst dann wieder hoch. Und auf derselben Höhe gehst du dann so weiter, bis wieder zur Mitte. Wobei wir noch keine Mitte haben, weil da ein Pol fehlt. So. Genau. Hier wieder runter. Da wieder hoch. Und da schon mal für die Zukunft, falls wir noch einen hinbauen wollen. Ja, alles gut, alles gut. Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Ärmchen, Ärmchen, Ärmchen. Achso, das sind wieder ganze Ärmchen, ne? Aber das ist okay, die liegen auf die linke Seite, die liegen auf die rechte Seite und du musst einen Mischmasch machen. Also, ganzes Ärmchen. Halbe, halbe. Halbe, halbe. So, und es staut sich jetzt schon super. Schlacke wird aber gut abtransportiert, ne? Ist zu langsam. Okay. Dann machen wir genau das gleiche, was wir unten auch gemacht haben. Ja, richtig. Und setzen das Ganze jetzt nochmal ein Feld höher. Und setzen da eine Pumpe rein, die wir gerade nicht haben, aber wir bereiten schon mal vor. Da, da. Da. So, ich hätte gerne Pumpen. Und es müssen nicht immer die super tollen sein. Bau einfach mal ein paar davon. So. Damit überhaupt irgendwas abgepumpt wird. Da sieht es ja noch ganz gut aus. Pumpe. So, du pumpst bitte nach da. Du pumpst bitte nach da. Ah, ist okay. Zzz. Du nimmst von unten, du legst nach da, du legst nach da, du legst nach da. Das heißt, das müssten wir jetzt kopieren. Es sieht so durch aus. Also,
Wir müssen es auf... Das ist die Mitte. Also die Kiste hier, da ist die Mitte, da wird das gespiegelt, das Ganze. Das heißt, bei dem Pole fangen wir an, unterirdisch das lang zu legen. Weil wenn man es einmal komisch macht, muss man es immer komisch machen. Du. So. Also komme ich hier dann die Furnace hin. Hier kommen die Flüssigtanks hin für Kupfer. Und hier hinten dann die Forges. Okay. Du musst hier noch einmal einen Schwenker machen. Ja. Das heißt, du musst hier jetzt nochmal darum gehen, darum gehen, darum gehen, darum gehen. Hier so tun, als wenn du da reingehen würdest. Bis hier. Da wieder hoch. Und da jetzt ein Feld vorher abknicken. Genau. Dann brauchen wir noch mehr Untergrundbänder. Zack. Da runter, da hoch. So, und hier können sich jetzt die Blast Furnaces das rausnehmen. Genau. Wo sind sie? Da sind sie. Also die standen jetzt komisch. Die standen... an dem nicht vorhandenen oberen Pol. Hallo? So. An dem nicht vorhandenen oberen Pol. Da so dran. Auf der Höhe des Pols oder ein weiter runter? Ja, ein weiter runter. Also hier oben ein runter, oben ein hoch. War das. So, dass wir genau einen Abstand dazu haben. Okay, und der andere... war jetzt nicht schräg an dem dran, sondern schräg an dem dran, richtig? Du warst schräg an dem, du bist schräg an dem. Jo. Lass mich da durch. Also so. Schräg, 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 schräg. Alles gut. Okay, das heißt, du nimmst dir jetzt dein hart ersottenes Erz. Du stellst bitte her Liquid Copper. Du stellst bitte her Liquid Copper. Lava kam von unten, also in unserem Fall oben. So, so. Und das Liquid Copper kommt dann hier in die Mitte. So wie da auch und kommt da an die Tanks. Genau. Pumpen? Brauchten wir hier auch Pumpen? Ja, wir brauchten da auch Pumpen. Das heißt, da und da kommen dann die Pumpen hin. Da geht's dann gleich runter. Da kommt's rein. So. Tanks. Tank. Ich hätte eigentlich eine Blaupause von dem ganzen Komplex da unten machen sollen und das Ganze dann auf der Blaupause irgendwie drehen und alles durch Kupfer ersetzen. Das wäre, glaube ich, wesentlich einfacher gewesen, wenn das denn geht. So. So ist gespiegelt, richtig? Richtig. Dann noch den Tank, dann so, damit hier dann das flüssige Kupfer raus kann. 1, 2, 3, 2 Abstand, 2 Abstand. Ja, ist alles soweit gut. Okay. Wir brauchen mehr Rohr. Ich glaube, ich hole mal einfach welche von da hinten. Können wir auch mal gucken, ob hier soweit alles gut läuft. Die eine Seite ist am Stauen, die andere ist ein bisschen spärlich. Du hast kein Brennmaterial mehr. Das ist halt so. Steine sammeln sich zuhauf, Mauern sammeln sich zuhauf. Ah, ist das schön. Sehr gut. Und das sind nur die langsamen Ärmchen. Wir könnten da glaube ich auch schneller hinhauen. Das würde gar keinen Unterschied machen. Achso, aber das Stahlproblem. Ja, ich verbrenne erstmal das Holz, bevor ich da wieder Kohle anfange mit. Das. So. Dreckiges Eisen staut sich hier auch auf der einen Seite. Müsste man auch mal gucken. Da, Stahl. Gib mir... Also erstmal kriegst du das da. Du das da. Und ich hätte gerne ein Stahl. Und da 132, sehr gut. So, mach bitte für mich
Es geht. Ist okay. Strommasten. Strommasten wären gut. Und Geschwindigkeitsmodule. So. Das ist okay. Wo? Genau, wir hatten hier das Problem, dass wir nicht genug Rohre hatten. Also du gehst runter. Du kamst, glaube ich, direkt hier raus und dann hatten wir hier irgendwo eine Pumpe dazwischen gezwuselt, ne? Genau, machst einen Knick. Eine Pumpe direkt davor. Da. So müsste das schon sein. Ja, okay. Richtige Richtung, richtige Richtung. Was fehlt dir jetzt? Lava. Und zwar die 1200er Lava. Die wir uns dann von hier unten klauen und die dann daneben lang läuft. Also hier, sagen wir mal. Ja. Mal schön Platz lassen für etwaige Pumpen. 1200, 1200. Und hier hätte ich gern so ein ganz tolles Rohr. Da. Weg mit euch. Was? Achso. Runter. Also, du musst jetzt ein bisschen weiter. Oh, noch eins. Da kommen gleich noch zwei, drei davon. So, runter. Hoch, 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 hoch. Bis irgendwo hier. Eigentlich noch weiter. Haben wir genug für Landfill? Kein Stein. Oh, das ist doch kein Problem. Da können wir unsere Steine loswerden. Können wir die ganze Welt mit Steinen auffüllen. Das ist auch eine Möglichkeit, das loszuwerden. Da, bau mal. Genau, das hier muss nämlich alles dicht. Wo bist du? Da. Wo kommt das Rohr gerade? Da unten kommt das Rohr. La 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 la. Oh. Okay. Mehr Landfill. Da versteckst du dich. So, sieht doch fast natürlich aus. So, du kommst da. Warte mal, kann ich dich noch weiter hochziehen? Da bis da, ja. Die Höhe müsste das sein. Verlänger den mal nach da und den nach da. Jo, haut hin. So, da runter, da hoch, da runter. Da hoch, da runter. Dahin. So, dann müsstet ihr gleich alle angeschlossen sein. Da, da. So, wo fehlt's? Dun, 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 dun. Da. Oh oh. Da würde sich das verbinden. Das ist nicht gut. Mach den dann mal. Oh oh. So, es war kein super toller. Super toller? Ja. Super tollen geht's. Ja, da ist jetzt 1200er. Geht hoch, geht hoch, geht hoch. Füllt sich auch hier. Füllt sich auch da. Bist du da irgendwo im Weg? Nee. Die kommen gleich dahin. Da ist alles schön frei. Okay. Ja, sind am Arbeiten. Und wir haben flüssiges Kupfer, das sie sammelt. Sehr schön. Gut, 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 gut. Also, Muster weiterlegen, dann die Forges hinhauen und dann haben wir endlich auch gefühlt unendlich Kupferplatten. So. Also, Forges kamen einfach da. Direkt da. Nicht so. Direkt da dran, ne? Auf dieselbe Höhe. Ja. Du machst bitte Kupferplatten. Du machst bitte Kupferplatten.
Kupfer von hinten, Wasser von der Seite. Wasser können wir uns einfach hier klauen. Gießt einfach da mal rüber. Da mal raus. Mit dem Stabstand. Ja. Dann verbindest du dich mit dem flüssigen Kupfer. Nein. Aus. Das flüssige Kupfer sollte ich zuerst anschließen. Mach mal, geh mal da hinten irgendwo schon runter. So. Mach da kein unterirdisches Gewusel, das lohnt nicht. Mach da lieber eine Pumpe. Wir haben keine Pumpen mehr. Boah. Sollte ich auch mal irgendwann automatisieren, dass wir wenigstens den kleinen Kram an Pumpen immer so ein bisschen vorrichtig haben. Gib mir die Pumpe. Da. So. Damit sie immer das haben. Gut. Dann kommt jetzt hier das Kupferfließband. Du machst die ganzen Ärmchen. Wir haben schon wieder keine halben Ärmchen. Immer diese Forschung. Research. So. Du arbeitest, du nicht, weil du noch keinen Wasseranschluss hast. Genau, also jetzt, wo wir das mit dem Kupfer gemacht haben, können wir jetzt das Wasser einfach von hier drüben klauen. Das wäre, glaube ich, am einfachsten. So. Ja, super. Fließbänder hätte ich ganz gerne. Ein paar zumindest. Und dann hier irgendwo wieder ein Knick und da kommt die Kiste hin. Und dann müsste das Fließband eigentlich da drunter irgendwo durchlaufen. Ja, gucke ich gleich mal. Erstmal Fließband legen nach da. Und dann hätten wir hier nicht genug Platz für eine Kiste, ne? Nee, hätten wir nicht. Dann legt das einfach mal weiter nach da. Dann machen wir es hier unterirdisch. Da runter, da hoch. Darum, darum, darum. Und dann dürfen wir es gleich alles umdrehen. Dann haben wir drei Stück Vieh. Ah, das geht dann ja gut auf. So, dann haben wir hier richtig schön viel Platz für noch so eine Lagerkiste. Die wir hier aber gar nicht haben wollen, sondern die soll unten hin. Mist. Okay, wenn wir auch keine Lagerkiste haben wollen, dann kann das hier auch weg, weil das sieht dann doof aus. Ja, lieber jetzt umändern alles, ne? Als wenn das später ein totales Chaos ist und wir da nicht mehr hinterherkommen. So, wo legen wir es denn am besten lang? Sieht überall doof aus. Ja, tut es. So. Das sieht auch nicht viel besser aus. Bin ich nicht ganz mit zufrieden, ehrlich gesagt. Wir könnten die hier vorne schon schneller umwuseln. Aber das hier ist Deko-Probleme, das ist nicht so wirklich wichtig. Das Wichtigste ist erstmal, wir haben jetzt Eisen, guten Vorrat, wir haben Kupfer, allerdings nur unsere, die Sachen, die ich dabei hatte. So, so. Das heißt, wir müssen noch Kupfer hier anschließen. Und wenn das Kupfer erst angeschlossen ist, dann können wir unten anfangen, die ganzen Sachen abzubauen. Wenn wir den Platz da unten haben und die Ressourcen für die ganzen anderen Sachen und so weiter. Wie schaut es eigentlich aus mit Sludge, jetzt wo wir auch Kupfer angeschlossen haben? Ja, wird mehr, ne? Ja. Und hier, warte. Das sind alles normale Ärmchen, glaube ich. Fast Inserter, Fast Inserter. Fast Inserter, Fast Inserter. Okay, wir brauchen jetzt halbe Ärmchen. Bau davon mal 5 Stück. Ja, 10 Stück.
Also halbe Ärmchen, die kommen dann jeweils noch daneben. Oh, warte mal, du sollst nur auf eine Seite Stein haben, ne? Ja, das braucht man ja gar nicht. Ja, dann musst du schneller arbeiten. Jetzt haben wir die ganzen halben gebaut, jetzt haben wir keine ganzen mehr. Fast Close Inserter. So, du legst dahin. Und dann komme ich hier noch neue, schnellere hin. Ich glaube, ich baue auch gleich mal ganz schnelle. Aber das gucken wir in der nächsten Folge.